Skoda überarbeitet den Enyaq RS. Statt wie bislang 299 PS hat er jetzt 340 dank eines neuen Heckmotors und auch so tut sich einiges und wir zeigen es euch im Alltagstest. Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Alltagstest des Skoda Enyaq RS in der 2024er Version. Das Fahrzeug, was ihr hier im Hintergrund seht, ist das Modelljahr 2023. Wir hatten aber exklusiv die Möglichkeit, den VW ID.4 GTX, das Pendant zum Enyaq RS, für euch zu testen, um herauszufinden, wie gut der neue Heckmotor kombiniert mit dem Frontmotor und insgesamt 340 PS funktioniert. Und das besprechen wir in diesem Video. Wir kombinieren die Eindrücke von unserem Alltagstest mit dem hier zu sehenden alten Modell mit 299 PS und unseren Erfahrungen mit dem GTX-Modell. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr spätestens jetzt abonnieren, denn es folgt noch im Dezember ein Test zur ganz neuen Modelljahresgeneration in der Höchstausstattung des Enyaq, dann mit dem reinen Heckmotor und 286 PS. Es lohnt sich auf jeden Fall unterhalb des Videos zu abonnieren. Der Enyaq ist ein sehr beliebtes Fahrzeug, nicht nur beim Kauf, denn da ist er gar nicht so günstig, eher schon beim Leasing und da ist auch schon das Stichwort, schaut gerne mal unterhalb des Videos vorbei bei InstaDrive, da bekommt ihr den echt attraktiv zu einem monatlichen Fixkostenpreis, wo die Leasinggebühren, die Servicegebühren, Reifen und alles inklusive Versicherungen dabei ist, lohnt sich unterhalb des Videos, denn da bekommt ihr auch noch 5000 Kilometer auf die Gesamtlaufleistung geschenkt, wenn ihr den Code Jonas benutzt. Jetzt aber zum Fahrzeug an sich in diesem richtig schönen Gelb-Grün. Wir hoffen, wir können das in der Kamera für euch ordentlich einfangen mit dem Gristle-Grill hier vorne. Sieht richtig schick aus, aber alle Details und das Roundup gibt es natürlich jetzt. Der Enyaq startet in der RS-Variante mit dem neuen Modelljahr ab rund 61.000 Euro. Dabei ist schon einiges an Ausstattung enthalten. Einzig Themen wie zum Beispiel hier dieser Grün-Gelb-Ton kostet dann in etwa 400 Euro Aufpreis oder auch die 21 statt den serienmäßigen 20 Zoll Felgen. Das sind aber im Wesentlichen die Ausstattungsoptionen, die ihr hinzubuchen könnt. Die Anhängerkupplung, die wir uns später anschauen, kostet 750 Euro. Der doppelte Ladeboden würde 360 Euro kosten und es gibt ein Ausstattungspaket, was es sich lohnt zu nehmen. Denn die Max-Ausstattung bringt zum Beispiel das adaptive Fahrwerk, die 360-Grad-Umgebungskamera und auch beispielsweise Massagefunktionen oder auch den elektrisch einstellbaren Sitz. Das sind Themen, die ganz interessant sind, aber was damit enthalten ist und mir persönlich immer sehr gut gefällt, ist das Augmented Reality Head-Up-Display. Die Frontscheinwerfer des Fahrzeuges, die wir gerade gesehen haben, sind wirklich gut und immer enthalten. Das heißt, die Matrix-Funktionalität und auch diesen schönen beleuchteten Grill bekommt ihr immer dazu, genauso wie auch diese schwarzen Design-Elemente. An der Seite fallen dann die hier 21 Zoll, wie gerade gesagt, optionalen Felgen sehr auf und dieses kleine RS-Badge ist der einzige Hinweis, dass es hier tatsächlich die sportliche Version ist, denn mit der Sportline, die man ja auch wählen könnte, sieht das Fahrzeug eigentlich von außen genauso aus. Wir gehen nochmal auf diese optionalen Felgen ein, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, denn sie haben dieses aerodynamische Design mit einer feinen Struktur und das steht dem Fahrzeug wirklich gut. Im neuen Konfigurator haben die dann im Übrigen optional auch Mamba grüne Elemente. Ich freue mich schon, das irgendwann mal sehen zu können. Das Glas-Panoramadach gibt es für 1.100 Euro und lässt sich im vorderen Bereich öffnen, ist dafür aber nicht ganz so lang. Im hinteren Bereich sieht man dann, warum der Enyaq so viel Platz bietet. Denn durch diesen kastenförmigen Aufbau hat das Fahrzeug schon fast Van-Charakteristika und einzig dieser rote Balken im unteren Bereich zieht diese sportliche Option hier noch einmal in die Breite und macht das Fahrzeug komplett anders. Wir hatten im Testzeitraum die Möglichkeit, das Auto neben normalen Enyaqs stehen zu haben und da sticht der wirklich heraus, einfach durch dieses rote Band im unteren Bereich. Das macht es einfach nochmal ja, breiter und nicht ganz so hoch und kastenförmig. Und dann gibt es da ja noch diese wirklich schönen Rückleuchten, die sind bei der RS-Version Serie. Hinten angekommen reden wir über den Kofferraum und dabei haben wir hier den größten nutzbaren auf MEB-Plattform, wenn wir nicht den VW ID.Buzz mit ins Kalkül ziehen. Und ich weiß nicht warum, aber er piept immer, wenn er geöffnet hat. Ich habe auch keine Einstellung gefunden, das auszuschalten. Das Fahrzeug hier hat 585 Liter Kofferraumvolumen. Hier gezeigt ist jetzt auch die Cargo-Ausstattungsvariante. Bedeutet, man hat keinen doppelten Ladeboden und kann quasi die gesamte Fläche nutzen. Und obwohl der Enyaq als Coupé nominal mehr Kofferraumvolumen hat,
kann man hier natürlich mehr nutzen, weil einfach die Fläche hier hinten gerade nach oben deutlich mehr aufbaut. Und wenn man dann hier das Rollo, was so schön, wie ihr es gerade gesehen habt, nach hinten wegfährt, einmal wegnimmt, dann kann man natürlich nach oben deutlich mehr laden. Im Vergleich zu dem VW ID.4 beispielsweise haben wir hier rund 40 Liter mehr Kofferraumvolumen. Und wenn wir umklappen, das können wir hier im Verhältnis 60 zu 40, dann haben wir in Summe nochmal 200 Liter mehr, als der VW hat, denn der liegt bei 1500 Litern in etwa und hier haben wir über 1700 Liter. Was bedeuten diese Zahlen aber im Alltag? Ihr habt sehr, sehr viel Platz und wahrscheinlich ist das hier nach einem Tesla Model Y die beste Option, wenn es im Bereich ja, Familien-Elektroautos in einem bezahlbaren Rahmen sein soll, denn gerade wenn man den vielleicht nicht als RS oder EV80 Variante, sondern vielleicht als EV60 nimmt, dann ist der echt attraktiv und wie vorhin schon mal angesprochen, da gibt es den auch aktuell bei InstaDrive ziemlich attraktiv im Leasing. Und wenn es noch soweit ist, beziehungsweise wenn dieses Video rechtzeitig rauskommt, dann gibt es da auch noch ein spezielles Angebot zum VW ID.4, der eben ein bisschen weniger Kofferraumvolumen hat, aber aktuell mega günstig dort zu haben ist. Also vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Mir persönlich gefällt diese Ausstattungsvariante hier mit dieser Cargo-Variante nicht zu sehr. Ich mag ja bei den MEB-Plattform-Fahrzeugen diesen doppelten Ladeboden, einfach um Dinge wie beispielsweise hier den Energy Kick nach unten zu packen. Bei uns fliegt er jetzt immer im Kofferraum rum. Wir sparen uns dadurch ja das Ladekabel, weil wir hier mittlerweile diesen AC oder Typ 2 Adapter haben, um uns eben das Ladekabel zu sparen. Das haben wir im Skoda trotzdem dabei, ist in so einer cleveren Tasche in der Seite und wir haben es ausprobiert. Wir würden auch den Energy Kick da hineinbekommen, aber hier im Testfahrzeug haben wir jetzt natürlich nicht zu viel umhergespielt. Im unteren Bereich haben wir dann noch so ein bisschen Stauraum, da ist aber nicht wirklich Platz. Da sind jetzt hier Handschuhe und das Bordwerkzeug drin und weil wir die größere Soundanlage haben, ist der Platz wirklich limitiert. Dementsprechend hat man dann hier nur diese Fläche und dann nützen zwar so kleine, ja, mit Klett haltbaren Winkel, die man hier reinstellen kann, um die Sachen zu fixieren, aber an sich ist es halt ein großer Platz und den kann man nicht wirklich gut, ich sag mal, organisieren hier hinten drin. Da gibt es hier nur noch so Organizer-Teile, die man rausnehmen kann. Aber ihr seht schon, das ist eine große Fläche. Das Rollo, wie vorhin angesprochen, hält dann auch wieder praktisch hier hinten. Ich finde das echt ganz praktisch. Und wir haben hier auf der rechten Seite noch eine Taste, mit der wir die Anhängekupplung rausholen können. Die hat eine Stützlast von 75 Kilogramm und eine Anhängelast von 1200 Kilo. Also auch nicht ganz schlecht in der Größe von Fahrzeugen. Wir machen hier jetzt aber mal zu. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Raumangebot hier hinten haltet und wir schauen uns den Innenraum an. Hier verhält es sich dann ähnlich wie mit der Motorisierung, denn aktuell haben wir hier im Fahrzeug das größte Display auf MEB-Plattform. Das wird auch in seiner Art bleiben, aber die Hardware ändert sich im Inneren, denn es kommt die Hardware, die dann entsprechend auch die ID-Software 4 unterstützt. Bedeutet, das Ganze hier wird hoffentlich flüssiger. Wir zeigen es euch nachher nochmal in einem Software-Part. Aber obwohl hier jetzt die ID-Software 3.2, glaube ich, installiert ist, ist es trotzdem nicht auf einem Level, wo man es mit anderen Herstellern gut vergleichen kann, denn flüssig ist es leider hier drauf immer noch nicht. Das wird sich mit dem Modelljahr 24 wechseln und man bekommt dann hier eben entsprechend die neue Display- und Hardware-Generation. Für jetzt und eben entsprechend für Gebrauchtfahrzeuge arbeiten wir aber mit dem, was wir hier haben. Und da haben wir meiner Meinung nach ein sehr, sehr schön integriertes Cockpit-Design. Bedeutet, das Display ist nah genug am Fahrer und auch am Beifahrer. Es ist gerade drin. Bedeutet, es ist für alle Innenrauminsassen gut zu erkennen und vor allem auch für die beiden hier vorne gut zu bedienen. Man hat das ja oft so leicht geneigt und dann hat der Beifahrer da seine Probleme. Und da merkt man hier, es ist tatsächlich ein wahrscheinlich auch familienoptimiertes Fahrzeug. Wir haben optional auch das Head-Up-Display und ein Lenkrad mit schöne Tastenbelegungen, aber alle Details seht ihr wie immer jetzt. Wir bleiben noch kurz beim Lenkrad und reden darüber, was ich mit schönen Tastenbelegungen meinte. Und es ist ja ein großer Kritikpunkt von immer mehr Fahrzeugen da draußen, dass wir immer mehr Touch-Steuerungselemente haben. Und da geht der Enyaq bewusst einen anderen Weg. Wir haben diese silbernen Walzen und Bedienelemente. Einzig die Steuerung auf der rechten Seite für den Tempomat finde ich nicht gut, denn es gibt ja weiterhin hinterm Lenkrad die dedizierte Einstellung für den Tempomat und das dann nochmal zusätzlich aufs Lenkrad zu bringen, war mir ein bisschen viel. Unter diesem schwarzen Zierelement, was das optionale AR Head-Up verbirgt, haben wir dann das kleine Fahrer-Info-Display, was aber sehr schön eingebettet ist und rechts daneben das gerade angesprochene schön große Hauptdisplay mit einem einzigen Slider im unteren Bereich. Dieser ist für die Lautstärkesteuerung, denn alles andere ist auf dem Display. Darunter gibt es dann noch Shortcut-Tasten für alle wesentlichen Funktionen und eine relativ große
große Mittelkonsole, die aber sehr unpraktische Becherhalter hat. Denn To-Go-Becher passen nur hinein, wenn man die Wegwerfoptionen nimmt und keine wiederverwendbaren. Da muss man dann immer schauen, wie man die irgendwie festklemmt. Davor gibt es dann die induktive Ladeschale und zwei USB-C-Anschlüsse und dahinter den Gangwahlschalter und die Parkbremse. Und wenn man diese betätigt, dann geht das Fahrzeug auch allgemein in den Parkmodus. Im unteren Bereich gibt es dann ein sehr, sehr großes Verstaufach, wo viel mehr als nur eine Handtasche hineinpasst. Und dahinter gibt es dann noch eine Mittelkonsole und die hat es wirklich in sich. Ein herausnehmbares Verstaufach, darunter noch einmal ein extra Fach, sodass man verschiedene Sachen hineinpacken kann und daneben noch einmal ein Handyfach. Und damit noch nicht genug, denn darüber gibt es noch einen Spanngummi, sodass man beispielsweise Dokumente hier festklemmen kann. Links neben dem Lenkrad gibt es die Tasten für die Lichtsteuerung und ein extra Verstaufach. Und damit kommen wir zu ein paar weiteren smarten Funktionen, denn Skoda typisch gibt es in der Tür einen Regenschirm. Da ist zwar nichts beheizt wie bei Rolls-Royce, aber diesen gibt es rechts und links und das ist sehr, sehr praktisch, vor allem im Herbst und Winter. Und unter der Frontscheibe habt ihr dann diesen kleinen Plastikclip, der es euch ermöglicht, zum Beispiel Parktickets oder die Parkscheibe dort hineinzupacken. Im unteren Bereich gibt es dann den optionalen im Zubehörshop erhältlichen Mülleimer, der mir immer sehr gut gefällt. Und an der Heckklappe gibt es den Eiskratzer. Das ist typisch für Skoda. Eigentlich ist der bei den Verbrennern in der Tankklappe. Dadurch, dass der beim Laden aber geklaut werden könnte, ist der in die Kofferraumklappe gewandert. Und wenn wir schon einmal hier hinten sind, schauen wir uns noch kurz die Gepäcknetze an. Denn auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese einzurasten im Dach. Und da kann man dann entweder bei umgeklappter Rückbank oder beim normalen Kofferraum das Ganze einklemmen. Jetzt aber wieder zum Innenraum. Dieser ist in der RS-Variante sehr sportlich gehalten mit den schönen Sitzen mit integrierten Kopfstützen und RS-Badges. Und es gibt eine Carbon-Interieurleiste. Diese zieht sich von links nach rechts durch und mit dem neuen Modelljahr findet auch hier noch einmal eine neongrüne Applikationsnaht Einzug. Das macht das Ganze noch einmal hochwertiger, ein ähnliches Element, wie wir es dann auch schon bei VW mit roten Farben gesehen hatten. Und in dieser Kombination mit einer guten Materialwahl und einigen Designraffinessen ist das wirklich ein sehr gelungener Innenraum. Und bevor wir zur zweiten Sitzreihe kommen, schauen wir uns wie besprochen noch kurz das Display und die Software an. Und hier haben wir Skoda typisch diese Kacheloberfläche, die man sich dann nach Belieben anpassen kann. Wir haben den unteren Streifen für entsprechend die Klimatisierung, Shortcuts und wir haben den oberen Streifen als Art Notification Bar, wo man dann auch runterziehen kann. Mit Home kommt man immer in diese Ansicht und dann kann man durch kurzes Klicken in die Karte diese auch öffnen und meiner Meinung nach dauert das alles etwas lang. Wir probieren jetzt hier einfach mal beim Akkustand von 74% nach Hamburg zu navigieren, von uns hier in Augsburg aus. So, Hamburg einmal eintippen und die Route planen lassen. Das ganze System ist jetzt mit dem neuesten Softwarestand richtig intelligent und lässt sich perfekt verwenden. Meiner Meinung nach, das ist wirklich jetzt eine Routenplanung und auch eine E-Auto-Planung, wie man sie gern hat und vor allem, wie wir sie uns seit Jahren wünschen. So ist dann auch der Einstieg in die Elektromobilität deutlich einfacher. Das System hat jetzt gerade geladen, so ganz kann ich es noch nicht erkennen. Jetzt sehen wir hier 754 Kilometer und ihr seht schon, das baut sich extrem langsam auf und das dauert sehr, sehr lang, bis es dann tatsächlich funktioniert. Aber wenn es da ist, dann ist es wirklich nicht schlecht. Wenn wir hier einmal reinwischen und das Ganze reinruckeln lassen, dann erkennen wir hier entsprechend die Ladestops. Was bei Skoda schade ist, man bekommt hier rechts nicht direkt die Prozente. Das bekommt man immer nur, wenn man draufklickt. Bedeutet, wir kommen hier mit 15% an, laden bis 79%. Beim nächsten Ladestop mit 14%, laden bis 80%. Hier 14%, laden bis auf 40%. Denn wir kommen dann in Hamburg mit 15% an. Das kann man alles anpassen. So kann man hier unter Setup, Zielführung, Routenplanung und dann hier auf diese Einstellung einstellen, wie viel Prozent man am Ziel und an der Route noch haben will, also an dem Ladestopp. Gehen wir hier mal nur noch auf 10 Kilometer, bedeutet, wir reizen alles entlang der Route aus, soweit es geht und wir wollen aber am Ziel vielleicht ein bisschen Puffer noch haben, um in Hamburg umherzufahren. Dann schalten wir das auf 60 Kilometer. Hier unten könnte man dann im Übrigen auch den Skoda-eigenen Ladetarif bevorzugt auswählen. Zum Thema Laden kommen wir auch gleich noch im Rahmen des Videos hier. Und dann gehen wir erneut in die Karte und lassen es uns hier neu anzeigen. Und ihr seht, das wurde neu geplant. Und jetzt kommen wir mit 5% an die Ladesäule und laden bis 80, kommen dann hier beispielsweise mit 5% an und laden kurz vor Hamburg nochmal auf 30%, um in Hamburg dann selbst 28% noch zu haben. Bedeutet, man hat wirklich noch einen Puffer und hat auch das, wie man es möchte. Und das gefällt mir richtig gut, das lädt auch zuverlässig nach. Mit der neuesten Software kam der Shop hinzu und der bietet einem neue Möglichkeiten, zum Beispiel Functions on Demand hier im Fahrzeug zu aktivieren. Bedeutet, man sieht es schon hier, ich kann zum Beispiel die Ampere
ambiente Beleuchtung erweitern, denn aktuell hat das Fahrzeug nur die 10-Farb-ambiente Beleuchtung verbaut. Und das ist natürlich nur eine Softwareaktivierung, denn dieses Leuchtenband hier, das kann ja schon alle Farben. Und dann kann man hier für 0 Euro einen Monat lang das Ganze ausprobieren. Wir klicken jetzt hier mal drauf und buchen das entsprechend. Oder ich könnte es für immer für einmalig 30 Euro buchen. Das ist aber okay, meiner Meinung nach, wenn man da den Preis bedenkt, wie viel das dann tatsächlich kostet. Und damit dann nicht genug. Es gibt eben auch zum Beispiel Zusatzfunktionen der Ambientebeleuchtung, wie dass diese dann entsprechend blinkt, wenn man die Tür öffnet und dabei Verkehr kommen würde. Auch sowas lässt sich hier buchen. Und da sieht man dann schon, ja, so ein paar einzelne Inhalte und Einstellungen kann man da dann zukünftig kostenlos oder eben preisgebunden kaufen. Und ich denke, das wird auch immer mehr kommen, gerade bei so softwarespezifischen Themen, was ich ja sehr wichtig finde, denn zum Beispiel werden die Fahrzeuge hier künftig nicht mehr serienmäßig mit der Navigationsfunktion kommen und die ist ja so wichtig bei Elektroautos. Und wenn man das dann zum Beispiel bei einem gebrauchten Fahrzeug im Nachhinein noch hier drauf buchen kann, dann hat das wirklich einen Mehrwert. Eine Option, die sich hier versteckt, ist das Thema Media Streaming, bedeutet Internetradio und hier kleiner kennt man auch Spotify. Wer weiß, ob das noch aufs Fahrzeug kommt, denn aktuell kann ich das leider, egal wo ich hier entsprechend suche, nicht finden. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt auf Radio und Medien gehe und hier Medien auswähle, kann ich nur über entsprechende Bluetooth oder eben lokale Medien das Ganze abspielen. Und auch unter Setup finde ich nichts, aber vielleicht kommt sowas ja künftig noch dazu, denn das hier ist teilweise schon wirklich noch etwas ruckelig und gerade wenn wir hier auch mal auf das Fahrzeug klicken, wie lange das dann aufbaut, bis man eine Einstellung vornehmen kann, das ist teilweise wirklich erschreckend. Und auch bis jetzt hier diese Animation gleich reinfährt, ich zeige es euch einfach gerne mal in Echtzeit hier, das ist schon wirklich nicht ganz so flüssig, wie man das vielleicht gern hätte. Und da könnte ich mir dann in Zukunft schon vorstellen, dass auch sowas hier noch ein bisschen schneller geht. Und das wird auf jeden Fall mit der neuesten Hardware-Generation dann gefixt werden. Und genau das konnten wir im neuen VW ID. 4 mit eben genau dieser Hardware für euch ausprobieren und wir werden es ausführlich auch im ENDIAC noch diesen Monat testen können. Allgemein sei aber gesagt, das Fahrzeug wird dadurch noch einmal auf eine ganz andere Stufe gehoben, denn dieses Ruckeln, was man hier gerade sehen konnte, ist dann auf jeden Fall Vergangenheit. Die Hardware und Software wirkt durch dieses Update deutlich erwachsener und auf einem Level, wo man es sich vielleicht gewünscht hätte, damals schon als es rausgekommen ist. Jetzt zu wissen, dass das Ganze funktioniert, ist sehr, sehr gut. Einher mit der neuen Software geht dann im Übrigen auch die Batterievorkonditionierung. Bedeutet, ihr könnt künftig den Akku entweder manuell oder entsprechend durch die Ladeplanung vorkonditionieren lassen, sodass er auch bei schlechten Witterungsbedingungen, wie sie jetzt aktuell wieder draußen sind, optimale Ladekurven erzielen könnt. Das Ganze ist ein Hardware-Thema, was nur in die neuen Modelle kommt, denn die Steuergeräte sind leistungsfähiger und können dadurch ermitteln, was der aktuelle Ladewert wäre und wie entsprechend die Batterie vortemperiert werden muss. Das war bislang noch nicht möglich, kommt jetzt aber eben mit der neuen Modellgeneration und das ist gerade für die kalten Temperaturen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der diese Fahrzeuge auch zusätzlich zur Software noch einmal nach vorn bringt. Auch in der zweiten Sitzreihe gibt es dann wieder einige clevere Features, die teilweise aber optional daherkommen. Was ich ganz nett finde, ist das Glas-Panoramadach und auch wenn das kleiner ist als beispielsweise in der Coupé-Variante des ENDIAC oder auch in dem normalen ID.4, wo das deutlich weiter nach hinten geht, kann man dieses ja hier öffnen und das hat den ein oder anderen Vorteil. Ich persönlich mag es ja immer, wenn man so ein klassisches Schiebedach hat, vor allem auch, wenn man das dann auf Kipp stellen kann. So viel aber zu dem Thema. Hier im Fahrzeug verbaut ist die optionale 150 Watt Steckdose. Daneben haben wir dann zwei USB-C-Anschlüsse und es gibt hier optional Sitzheizung auf den äußeren Plätzen. Außerdem eine 3-Zonen-Klimaautomatik, die man hier einstellen kann. Insgesamt ist das hier sehr, sehr schön designt. Außerdem haben wir hier unten so ein zusätzliches Fach. Ich nehme es euch mal hier hoch, denn das hier kann man im Zubehörshop kaufen. Und das kann man dann unten reinlegen. Da gibt es beispielsweise, so, ich zeige es euch mal, Becherhalter, die man ausklappen kann. Und wenn ich das jetzt hier wieder runterfrieme, so, einmal seitlich einfädeln und hier drauf machen, dann hat man gerade, wenn man weiß, dass man das Fahrzeug eigentlich nur mit 4 Personen nutzt, hier unten einen zusätzlichen Verstauraum, kann hier eine Flasche reinstellen und das nutzen, ohne dass man die Mittelarmlehne runterklappt. Denn wenn man beispielsweise hier einen Kindersitz reinstellt, dann hat man ja gar nicht den Platz, diese Mittelarmlehne zu nutzen. Wenn man sie aber nutzen kann, dann hat man hier nochmal zusätzliche Cupholder, 2 an der Zahl und es gibt hier diese Tablet-Halterung, die ganz praktisch ist, denn, so, einmal auseinanderziehen, ne, so, da könnt ihr euer iPad oder ähnliches hier reinstecken und dann das im Winkel einstellen und während der Fahrt gucken. Das ist jetzt nicht der beste Winkel, das ist aber vielleicht ganz nett, wenn man 2 Kinder mit hat oder die hinten spielen wollen und man einfach das Tablet dann festhalten kann, denn man kann das an der Stelle auch zum Beispiel direkt hier horizontal einstellen, dass man eben von oben drauf schaut. Dieses Teil hier
kann man aber auch in den Standardsitzen, wenn man eben nicht die Sport Plus Sitze hier hat, hier vorne reinstellen, um dann entsprechend hier drauf die Medien zu konsumieren. Ich finde das ganz nett und es ist echt cool gemacht und nur eines von vielen Highlights, denn dazu kommt ja, dass man beispielsweise hier auch noch diese Sonnenrollos hat. Das finde ich immer sehr cool, gerade wenn es dann darum geht, hier Kinder mitzunehmen. Und auch so hat man hier echt viel Platz. Ich habe vor mir eine Tasche mit einer zweiten kleinen Tasche, wo zum Beispiel ein Handy rein kann. Ich habe extrem viel Platz, obwohl der Beifahrersitz gerade sehr weit nach hinten gefahren ist. Und auch in der Breite ist hier hinten einiges geboten. Klar, hier hinten haben wir günstigere Materialien als vorn. Das ist hier alles Hartplastik, da ist überhaupt nichts hinterschäumt. Und nur die Armauflage hier ist dann so ein bisschen weicher und dem Material vorne angepasst. Aber eben gerade der obere Bereich nicht. Die Türgriffe und so weiter sind aber wie vorn. Und auch hier hinten gibt es Ambientebeleuchtung. Das ist vielen von euch ja auch immer wichtig. Das optionale Teil hier unten zum Verstauen, was wir euch gerade gezeigt haben, profitiert natürlich von dem komplett ebenen Boden, wo man dann, wenn man zu fünft unterwegs ist, auch bequem als Erwachsener seine Füße mit reinbringen kann. Einen negativen Punkt muss ich aber hier hinten ansprechen und das ist so ein bisschen die Materialqualität von den Sitzbezügen, denn man erkennt hier auf der Fläche schon, dass sie sich so leicht wellen und ich denke mal in so 5-6 Jahren sieht das hier ganz anders aus, das ist einfach nicht perfekt hinterschäumt und ja, da bin ich dann kein großer Fan von diesem Lederinterieur hier. Das könnte materialtechnisch einfach hochwertiger sein, wenn man da jetzt nach ein paar tausend Kilometern schon solche Nutzungserscheinungen hat und das sind Pressewagen, die ja selten mit 4 oder 5 Personen genutzt werden. Da bin ich gespannt, wie das aussieht, wenn Familien das Ganze nutzen. Einen Test machen wir noch und das ist hier die Rücksitzlehne. Das interessiert euch immer. Die kann man nicht verstellen. Man kann auch die Rückbank an sich nicht verfahren. Bedeutet, das hier ist eine fixe Position. Aber ich finde es echt cool und vor allem durch diesen doch eher kastigen, fast schon kombiartigen Look profitiert man natürlich auch hier hinten von der Kopffreiheit. An der Stelle bin ich jetzt gespannt, was ihr davon haltet und vor allem, wozu ihr den Enyaq nutzen würdet. Und ich gehe nach vorne und wir reden über den Fahreindruck. Und damit kommen wir zum Fahreindruck und dieser ist jetzt wie zu Beginn schon angekündigt eine Mischung aus den Erlebnissen, die wir mit der 299 PS Variante hatten und unseren Erfahrungen mit dem GTX ID.4 mit 340 PS. Dieser schafft es dann in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 und wie sich das dann anfühlt und wie das aussieht, das zeigen wir euch hier einmal. Einmal den Sportmodus und drauf. Der erste Ruck ist echt gut. Krass. Das ist ein deutlicher Unterschied zur vorherigen GTX-Variante und das macht richtig Laune, auch jetzt hier so bei 80 nochmal kurz drauf. Da zieht es einen gut in den Sitz und das ist beachtlich, wenn man sich überlegt, dass es ja schlussendlich nur 41 PS mehr geworden sind, aber die sorgen da schon ordentlich dafür, dass das Fahrzeug besser nach vorn geht und auch hier in so einer Kurve mal noch ein bisschen drauf. Nicht gut. Und das habe ich in dem Video im Übrigen nicht nur gesagt, weil die Mitarbeiterin von Volkswagen im Prototyp mitgefahren ist. Nein, das Fahrzeug liegt wirklich satt da. In Kombination mit dem DCC und den ganzen Abstimmungen im Fahrwerk ist das wirklich eine gute Überarbeitung. Und dieser neue 286 PS starke Heckmotor, der schafft es zum einen auch in die Standard 85er Variante des Enyaq und der ist deutlich sparsamer. Wir konnten euch diesen Motor schon bei der ID.7 Präsentation zeigen, als reinen Heckantrieb. Und ich werde den eben für euch auch noch testen, sodass ihr auch einen Fahreindruck von diesem bekommt. Und ich finde es ja immer gut, wenn man zum einen mehr Leistung hat und das dann aber auch kombiniert wird mit einer besseren Performance. Denn 286 PS auf der Heckachse sind vollkommen ausreichend. Das ist ja rein nominell betrachtet fast auf dem Level, was wir bislang nur bei den RS-Varianten hatten. Und das jetzt in der nicht ganz Basis, aber eben in der mittleren Ausstattung zu haben, finde ich eine richtig gute Entscheidung. Während unseres Tests mit dem Enyaq sind dann aber wieder viele Punkte aufgefallen, die mir persönlich gut gefallen. Angefangen mit einer perfekten Rundumsicht, einer sehr guten Ergonomie und einem Display, was nah genug am Fahrer steht, sodass man es dauerhaft bedienen kann, aber auch alle anderen Insassen im Fahrzeug alles sehen, was darauf so passiert. Zusätzlich gibt es ja dann das vorhin angesprochene optionale AR-Head-Up. Dieses legt einem dann alle Informationen auf die Straße, Abbiegungen, die aktuelle Spurhaltefunktion und zum Beispiel auch das assistierte Fahren. Dadurch bekommt man immer ein besseres Gefühl davon, was das Fahrzeug gerade
gerade sieht und macht. Mir persönlich gefällt das immer und so muss man den Blick nicht zwingend auf dieses doch etwas kleinere Fahrer-Infodisplay hinterm Lenkrad richten. Dieses hat aber mit den neuesten Softwareständen dann auch Zusatzfunktionen und kann euch beispielsweise den aktuellen Verbrauch anzeigen. Das ging ja zu Beginn des Enyaqs leider auch noch nicht. Die Assistenzsysteme im Fahrzeug sind Volkswagen MEB-Plattform typisch auf einem sehr hohen Niveau und machen gerade auch auf der Autobahn Spaß. Das Fahrzeug hält sich gut in der Mitte, man kann es aber auch leicht nivellieren, sodass es eben nach den eigenen Präferenzen auch etwas weiter links oder weiter rechts in der Spur ist. Und es gibt dann natürlich die Optionen wie beispielsweise den aktiven Spurwechselassistenten oder im städtischen Bereich den Parkassistenten. Dieser ist auch vernünftig und funktionierte sehr, sehr gut. Außerdem gibt es hier auch jetzt die Parking-Funktion mit Memory. Bedeutet, das Fahrzeug kann sich verschiedene Szenarien merken und eure Hofeinfahrt zum Beispiel automatisch fahren. Bedeutet, ihr fahrt bei euch zu Hause vor, das Fahrzeug informiert euch, hey, ich kenne hier ein Parkmanöver, ihr klickt drauf und das Fahrzeug kann es selbstständig abfahren. Hat zum Beispiel den Vorteil, wenn ihr das einmal gefahren seid, kann jeder andere aus eurer Familie das entsprechend auch und das hat natürlich einen großen Mehrwert. Insgesamt kann man sagen, dass das Fahrzeug bis auf das Thema Rekuperation mir persönlich sehr gut gefallen hat. Wieso? Ja, das Thema Rekuperation bei Volkswagen ist immer noch so eine Sache. Mir persönlich gefällt es ja, wenn man One-Pedal-Driving nutzen kann und das gibt es leider im ganzen VW-Konzern bislang noch nicht. Bedeutet, die Rekuperation hört immer bei so einer Art Kriechstellung auf und das wäre schon schön, wenn das irgendwann nachgeliefert wird, sodass man auch in der Stadt nur mit dem Gaspedal fahren kann. Im Skoda gibt es hierzu zwei verschiedene Optionen, den B-Modus und den Drive-Modus und in der B-Stufe wird etwas höher rekuperiert. Dafür gibt es aber die adaptive Rekuperation. Diese entscheidet dann selbstständig, wann sie wie rekuperiert und so ist es ein bisschen, als hätte man zum Beispiel den ACC dauerhaft eingeschalten, nur dass die Rekuperation zusätzlich noch die aktuellen Schilder und Kartendaten nutzt, sodass man wirklich effizient unterwegs ist und gerade bei Landstraßenfahrten macht das tatsächlich Sinn und macht auch Spaß. Und Spaß macht auch das Fahrzeug schon in der 299 PS Version und umso mehr Spaß wird die 340 PS Variante machen, denn wir haben hier eine deutliche Steigerung der Newtonmeter von um die 250 auf über 500 wurde hier gesteigert und das merkt man tatsächlich und hat auch dafür gesorgt, dass ich im ID.4 GTX ein richtiges Grinsen im Gesicht hatte. Wie das dann im Alltag ist, muss man natürlich sehen und das wird sich zeigen und ich hoffe auch, dass der Verbrauch nochmal etwas runtergeht, denn der war hier im Fahrzeug nicht ganz so gut. Fahren auf der Landstraße bedeutet das dann in einem reinen Landstraßenverhältnis um die 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, wenn man wirklich konstant dauerhaft diese 100 km/h fahren kann, vor allem jetzt gerade hier bei uns bei diesen etwas schon wieder herbstlichen Bedingungen. Wenn ihr das Fahrzeug schnell bewegt, bedeutet dauerhaft Tempo 180, dann sind hier Verbrauchswerte von weit über 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer nicht unrealistisch, bedeutet ihr schafft dann auch gerade einmal noch knapp 200 Kilometer. Wenn man ein bisschen moderater fährt, so zwischen 120 und 130, dann schafft man aber auch Verbrauchswerte von um die 23, 24 Kilowattstunden. Noch hier sei gesagt, ich habe die Hoffnung, dass sich das dann mit dem neuen Motor etwas bessert und man dann eben ja nicht mehr ganz so hohe Verbrauchswerte, vor allem im oberen Bereich, sehen wird. Für uns geht es jetzt aber an die Ladesäule und dabei beginnen wir mal untypischerweise nicht mit der Schnellladesäule, sondern erstmal im AC-Bereich. Innerstädtisch lädt der Enyaq dann mit serienmäßig 11 kW. Das ist ja mittlerweile zum Glück Standard geworden und nicht mehr nur noch bei deutschen oder europäischen Herstellern, sondern auch bei vielen Chinesen, zumindest in der Akkugröße mittlerweile gesetzt. Die Ladesäule entsperren wir dabei mit der Maingau Energiekarte. Einfacher geht's nicht, kurz ranhalten und dann ist die schon entsperrt. Und wir nehmen uns jetzt hier, wie vorhin besprochen, den Energy Kick, denn wir brauchen ja, so, einmal nehmen, nur noch diesen, um entsprechend das Auto laden zu können. Also mit dem Adapter einmal einstecken und entsprechend hier auf der rechten Seite des Fahrzeuges dann das Kabel reinpacken. Und der größte Vorteil vom Energy Kick ist einfach, dass ihr ein 10 Meter Ladekabel habt, um das eben anstecken zu können. Vorausgesetzt, ihr nehmt die 10 Meter Variante und keine andere. Er fährt hoch, wir stecken an und das Fahrzeug lädt. Ein Adapter mit dem mobilen Ladegerät, was ihr eben auch zum Beispiel einer roten Dose oder einer Schokodose zu Hause und vielen anderen nutzen könnt. Und eben diesem langen Kabel. Es gibt auch kürzere Kabelvarianten, aber ich empfehle immer, die längere Kabelversion zu nehmen. So ist man einfach flexibel und selbst wäre ich andersrum rangefahren, hätte ich jetzt ohne irgendwie das Kabel übers Auto legen zu müssen, das Kabel mit dem Energy Kick entsprechend nutzen können. Das Fahrzeug lädt dann in so etwa 8 Stunden von 0 auf 100%.
gerade zu Hause oder eben hier am Energy Kick bzw. innerstädtisch lädt man ja aber nicht so oft von 0 auf 100. Wir sind jetzt hier zum Beispiel mit 50% angekommen und dann sind es nur noch um die 4 Stunden bis 100%, vollkommen ausreichend. 22 kW wäre natürlich bei Akkugrößen über 77 Kilowattstunden irgendwann mal wünschenswert, aber für mich geht das in Ordnung und wir schauen mal, was er an der Schnellladesäule macht. Ich war die Tage des Öfteren schon hier an der Schnellladesäule, um für euch was herauszufinden. Und zwar hatten wir es in letzter Zeit bei MEB-Plattformfahrzeugen des Öfteren, dass man nicht immer die volle Ladeleistung bekommt. Und das wollte ich hier beim ENIAC einfach testen. Also bin ich zu Hause losgefahren und habe die Ladesäule ausgewählt und bei so einer Anfahrt von circa einer Viertelstunde hat das Fahrzeug ja doch einiges an Zeit, eigentlich warm zu werden. Bei Außentemperaturen von um die 50 Grad sollte man meinen, hat das Fahrzeug dann an der Ladesäule entsprechend die Temperatur bzw. vielmehr natürlich der Akku, um schnell laden zu können. Pustekuchen, ich kam hier mit 10% an und stand dann hier, um mit so knapp 100 kW Ladeleistung irgendwann zu laden. Aber nicht, dass das Fahrzeug dann die Ladeleistung hochgezogen hat, nein, ich wurde in diesem Bereich gehalten, weil der Akku sich selber nicht erwärmen konnte. Und das bedeutet dann, dass man im Alltag, wenn man so hierher fährt oder eben entsprechend auch nicht vorkonditioniert, irgendwo runterfährt und sagt, hier lade ich jetzt spontan, man deutlich längere Ladezeiten bekommt. Also habe ich das Auto abgesteckt, bin nochmal losgefahren und hierher gekommen nach einer schnelleren Strecke auf der Autobahn und einem optimalen Ladewert von wieder um die 10%. Und dann lädt das Fahrzeug mit über 170 kW Ladeleistung. Das war nur kurzzeitig und es fällt dann auch relativ konstant ab, ähnlich wie wir es eben auch bei den GTX-Modellen von Volkswagen kennen. Aber das bedeutet dann, dass das Fahrzeug in 34 Minuten von 10 auf 80% lädt. Und das ist ja ein Wert, der okay ist, gemessen an der Akkugröße und entsprechend den Mitbewerbern, auch da ein Tesla Model Y wieder zu nennen. Das ist dann okay, vor allem wenn man da nicht den Standard Range nimmt, sondern Long Range und Performance mit einer ähnlichen Akkugröße. Und dann ist es in Ordnung. Wenn man jetzt aber sagt, hey, man fährt hierher, das Auto ist nicht optimal vorkonditioniert, dann dauert es einfach länger und das müsst ihr wissen und das war mir wichtig, euch an dieser Stelle zu sagen. Von uns war es das zum Skoda Enyaq RS. Weiterhin ist es ein sehr, sehr gutes Fahrzeug. Ich bin gespannt auf die Verbesserungen mit dem Heckmotor. Wir werden euch da entsprechend berichten und auch über die Soft- und Hardware im Inneren. Und ansonsten seht ihr jetzt hier oben unseren letzten Langstreckentest mit einem Skoda Enyaq und hier unten bekommt ihr den Test des aktuellen VW ID.4.